So, vielleicht ein paar Worte zur Fasnet von Ihnen. Was ist Ihr Highlight dieses Jahr? Ja, ich habe wieder viel Spaß gehabt, mit dem Locher Konfetti selber zu machen. Gell? Über 2,5 Tonnen und die werden jetzt ausblasen. Ich fände halt viel mehr Leute, sollten sich maskieren, weil bei den meisten wäre es super, man müsste ihren Mäckel nicht sehen. Sie haben sich als Polizist verkleidet, warum? Ja, ich möchte einfach zum Frohsinn auf der Fasnet beitragen. Ich laufe dann rum und wenn einer nicht mitklatscht und mitschunkelt, dann kriegt er von mir gleich ein Bußgeld. Ich gang nicht mehr auf die Fasnet, da kriegst du ja kein Wodka-Bull mehr. Unter 8 Euro. Ah, das sind ja 16 Mark, das ist nicht mehr normal. Ja, meine Freundinnen und ich, wir gehen auf die Fasnet und wir eskalieren da immer dermaßen brutal, dass es schon wieder cringe ist. Es gibt ja den Spruch, eine Beerdigung im Badischen wäre lustiger als die Fasnet im Schwäbischen. Was sagen Sie als Fachmann dazu? Ja, also den Spruch fände ich absolut unhaltbar. Das weiß man doch, dass wir Schwaben alle Frohnaturen sind. Also, da müssen Sie doch bloß mich angucken. Und als was sind Sie kostümiert? Ihr kennt's nicht. Ja, das ist auch richtig so. Ich hab mich als Geheimagent verkleidet, aber Sie dürfen es niemand sagen, weil es ja sonst nicht mehr geheim ist. Ein Freund von mir aus Bayern hat sich als gelber Sack verkleidet wollen. Dann habe ich aber gesagt, hey, mach das nicht, weil du das heutzutage echt nicht mehr bringen kannst. Weil es kulturelle Aneignung ist. Ja. Paar Worte zum Kostüm. Das ist kein Kostüm, ich sehe so aus. An der Fasnet verkleiden, nein, das mach ich nicht mehr. Warum so die auch? Mir langt's ja auch noch aus.